Was würdet ihr denn auch Studierenden raten, die da irgendwie so stehen das nicht in einem Fragenkatalog, aber sozusagen die da gerade in dieser Phase sind, boah, ist das jetzt wirklich was für mich? Also vielleicht, woran habt ihr das erkannt? Ihr habt einiges schon gesagt, aber wenn ihr jetzt Studierenden auch so am Ende des ersten Semesters einen Tipp geben würdet zu der Entscheidung, soll ich das jetzt weiter studieren oder auch vielleicht, wenn man eine Steo-Prüfung nicht geschafft hat, zum Beispiel, diese Fragen, was ist wirklich wichtig, um zu erkennen, dass das mein Fach ist und daraus dann auch die Motivation, dass ich sage, okay, ich drehe nochmal an, ich möchte das, die Steo schaffen und studieren. Ich würde direkt anfangen mit noch während dem ersten Semester, dass Leuten empfehlen, sich auch mal irgendwie in Vorlesungen reinzusetzen, die nicht unbedingt im Studienplan gerade schon sind, sondern die für irgendwie zweites, drittes, viertes, fünftes Semester angesetzt sind und zu schauen, hey, finde ich es spannend. Einfach irgendwie sich reinsetzen und schauen. Und daran merkst du ja auch, wie kann es dann sein, wenn nicht die Steop ist. Also ich hatte irgendwie zwei Vorlesungen, habe die, glaube ich, nicht mehr abgeschlossen im ersten Semester. Aber ich fand es total spannend und es war cool, das zu machen. Und ich habe irgendwie Wissen daraus mitgenommen. Eben einfach sich umschauen, was gibt es da noch. Und es ist die Uni, man kann sich einfach reinsetzen, einfach mal das ausnutzen. Ja, ich wollte was Ähnliches sagen, obwohl ich den Tipp von dir, Afra, auch sehr gut finde. Das habe ich gar nicht bedacht irgendwie. Ich wollte eigentlich eher noch sagen, dass man halt sich auch austauscht mit Studierenden, die schon ein bisschen weiter sind, die mehr als nur die STEOP kennen, und dass man sich auch das Curriculum anschaut und das Vorlesungsverzeichnis und auch mal schaut, was kommt da alles noch, weil eben die STEOP doch oft noch was ganz anderes ist als das, was später im Studium eigentlich alles noch so passiert. Und für mich hat eigentlich auch dieses sich fragen, ob man sich selbst mit den Herangehensweisen des Faches irgendwie identifizieren kann, irgendwie auch geholfen. Also wenn das für mich logisch ist oder halt nachvollziehbar, wie herangegangen wird oder dass ich mir dieselben Fragen stellen würde oder so, dann finde ich, hilft das auch, weil wenn ich schon im ersten Semester mir die ganze Zeit denke, irgendwie verstehe ich nicht, wieso diese Frage gestellt wird und das klingt irgendwie für mich voll viel zu sozialwissenschaftlich und viel zu wenig naturwissenschaftlich oder was weiß ich, dann glaube ich, ist das vielleicht auch schon mal ein Indikator. Ich denke, dass es auch noch wichtig ist, dass man sich, dass ich glaube, das wird einem im Laufe des ersten Semesters bewusst, ob das Interesse für diese Thematik ausreicht, um dann wirklich 3 Jahre lang voll vertieft, auch in einem wissenschaftlichen Kontext, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Das ist gerade bei der Japanologie ein großes Thema, weil sehr viele kommen, weil sie einfach Japan mögen oder weil sie Animes gerne schauen oder Mangas lesen. Und ihnen ist dann meist oft nicht bewusst, welcher Aufwand eigentlich mit dem Japanologiestudium verbunden ist, dass es nicht nur ein Sprachenstudium ist, also dass man da nicht reingeht und dann am Ende Japanisch kann, sondern, also das ist natürlich das Ziel der Sache, aber nicht das einzige Ziel, sondern dass eben auch der wissenschaftliche Teil sehr groß ist und genauso wichtig ist und dass man Arbeiten schreiben wird und dass man sich auch mit wissenschaftlichen Texten auseinandersetzen wird und sich seine eigene Meinung zu unterschiedlichen Problematiken bilden muss. Dass diese Komponente bei vielen Studienanfängern, glaube ich, dass einem das einfach gar nicht bewusst ist, weil man sich denkt, ma, das interessiert mich, und dann realisiert man aber erst, was da eigentlich alles dazugehört. Und jemanden, der dann nach dem ersten Semester, also quasi schon reingeschnuppert hat in das Ganze, wenn der sich die Frage stellen würde, ob er jetzt weitermachen möchte oder ob er unsicher ist, dann würde ich mich besonders auf diesen Aspekt da beziehen, besonders was die Japanologie betrifft, und einfach fragen, kannst du dir vorstellen, dazu auch zu forschen und dazu Dinge zu schreiben und dich in einem wissenschaftlichen Kontext damit auseinanderzusetzen, oder interessiert es dich nur als Hobby? Und dahingehend dann zu schauen, möchte ich weitermachen oder nicht? Wurscht, ob man jetzt die STEOP geschafft hat oder nicht, weil ich habe es ja selber auch nicht geschafft, und was völlig in Ordnung war. Ich habe dann im Nachhinein eben gemerkt, dass es für mich wesentlich angenehmer war, dass ich dann noch mehr Zeit hatte, um damit umzugehen. Also nicht verzagen, wenn man eine Prüfung nicht geschafft hat oder nicht gleich so machen möchte, wie man es sich vorgestellt hat, sondern versuchen, die Vorteile darin zu sehen und vielleicht mit anderen Leuten also austauschen, die das Gleiche erlebt haben, um dann gemeinsam irgendwie eine Lösung zu finden. Also nicht gleich das Studium schmeißen, nur weil einem ein Stein in den Weg gelegt wurde. Immer wieder kommt von Lehrendenseite auch so, dass die Frage ist, ja, ihr habt es vorhin auch viel erwähnt, es wird so gesiebt in der STEO, aber die Frage ist,
kommen die richtigen unter Anführungszeichen durch. Also so, und was du jetzt angesprochen hast, wenn man jetzt einmal eine SEO-Prüfung nicht schafft, man hat ja mehrere Antritte, man hat aber eigentlich das Gefühl, das ist das Richtige. Was wäre da jetzt noch so, wären da noch Tipps von euch zum Misserfolgsmanagement? Also, dass man sozusagen dranbleibt und die STEOP auch wirklich abschließt und dann auch später natürlich das Studium vielleicht auch abschließt, auch wenn man an einer Prüfung vielleicht länger hängt? Also ich glaube, dass es immer total wichtig ist, sich zu überlegen, wieso hat das nicht geklappt, weil eben die STEOP, also die Studienfach an sich kann total das Richtige für einen sein, aber vielleicht hat man halt für eine gewisse Prüfung einfach falsch gelernt. Also ich würde auch wirklich immer allen empfehlen, in die Prüfungseinsicht zu gehen, sich anzuschauen, was war eigentlich das Problem. Manchmal hat man halt falsch gelernt, aber das heißt nicht, dass man es nicht anders auch kann und dass das Ganze nicht genau das ist, was einem liegt. Und was ich selber auch eigentlich so erlebt habe, ist, besonders bei meiner ersten STEOP bei transkulturelle Kommunikation, da habe ich auch mal eine Teilprüfung nicht geschafft und es wird, also zumindest ist es für mich immer leichter geworden. Also ich habe auch quasi immer bessere Noten geschrieben. Man denkt vielleicht am Anfang vom Studium ist es noch am leichtesten und da fällt einem das sicher am leichtesten, da hat man die besten Noten, aber mir war das genau das Gegenteil. Also ich bin immer, immer besser geworden und ja, also dass man da vielleicht auch versucht, auch wenn es mega schwierig ist, so dieses Selbstbewusstsein nicht zu verlieren und sich zu denken, na, wenn mich das interessiert, dann und ich das Gefühl habe, dass ich da reinpasse, dann liegt es halt daran, wie ich das gelernt habe oder dass ich das und das nicht richtig verstanden habe oder so. Und da versucht, also lösungsorientiert an das Problem ranzugehen. Das ist jetzt vielleicht, ich weiß nicht, ein bisschen off-topic oder auf jeden Fall, ich würde noch stark empfehlen, sich auch mit Leuten auszutauschen aus höheren Semestern. Wer lehrt was wie und dann danach Kurse auszusuchen oder eben bei Prüfungen schauen, was lag es an der Lehrperson, also es macht voll viel aus, wer das lehrt und dann immer schauen, ist mein Interesse dafür größer oder mag ich das irgendwie bei wem anders machen, weil bei vielen gibt es die Möglichkeit, irgendwelche anderen Kurse zu machen oder bei anderen Personen zu belegen, also einfach voll viel fragen, wer ist wie und unterschiedliche Personen können mit unterschiedlichen Personen gut umgehen, aber also das hilft mir total, immer zu fragen oder zu schauen, bei wem ich was belege, nachdem ich es halt mal hatte, Erfahrung gemacht habe oder von anderen mitbekommen habe. Das ist jetzt irgendwie vielleicht in Bezug auf Prüfungen auch relevant bei unterschiedlichen Jahren und das Prüfen. Ja, noch nur kurz aufbauend auf den Austausch, den die Jaffa gerade angesprochen hat, nämlich und das Fragen einfach und mal schauen, woran es liegen könnte. Nicht nur dieser Vergleich zu den Lehrenden, sondern vielleicht auch der Vergleich zu anderen Kolleginnen und schauen, wie die das gemacht haben und wie die an die Sache rangegangen sind, weil vielleicht haben die super Tipps oder können einem vielleicht dabei helfen, rauszufinden, wo die Probleme lagen und woran es vielleicht gescheitert ist. Ich wollte jetzt noch den Tipp geben, keine Angst vor Fehlern zu haben, weil man eigentlich immer wieder Fehler machen wird im Studium. Das heißt, dass man irgendeine Prüfung nicht schafft oder dass man einfach sich mal bei irgendein Thema irrt, dass man dann eine Zeit lang braucht, um herauszufinden, wie es vielleicht anders geht oder wie es besser geht, weil ich einfach oft die Erfahrung gemacht habe, ich bin dann zum Teil zu Prüfungen nicht angetreten, weil ich irgendwie Angst hatte, dass ich sie vielleicht noch nicht schaffe oder zumindest nicht gut schaffen kann und habe dann oft relativ viel Zeit damit halt so verbraucht, also mich wieder abzumelden und dann erst beim nächsten Antritt anzutreten zum Beispiel. Also da würde ich wirklich sagen, natürlich, wenn es realistisch ist, es überhaupt zu schaffen, dass man dann halt es einfach auch mal probieren kann und dass man ja sowieso mehrere Antritte hat und dass man vielleicht auch einfach innerhalb des Studiums gibt es immer Bereiche, die einen mehr interessieren und Bereiche, die einen weniger interessieren, dass man halt manchmal Dinge lernen muss, die jetzt vielleicht nicht so wahnsinnig interessant für einen sind, aber dass man sich halt auf das konzentriert, wo man viel Interesse hat und sich dann da auch ein bisschen vertiefen kann.